Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous Planet. Okay. Wir sind immer noch im System von letzter Folge, denn wie man nur unschwer erkennen kann, ich mach mal so, ne, erkennt man es ein bisschen besser. Da haben wir ein riesiges Ringsystem, das sieht man so momentan ganz gut. Das ist der C-Ring von einem braunen Zwerg. Ringbreite 13 Millionen Kilometer. Ach so, wir sind gerade näher bei dem Planet hier. Das ist okay, kein Problem. Ja, den Ring gucken wir uns heute an. Und ja, dann geht es auch weiter im Text. Wir haben noch ja, ein bisschen über eine Handvoll, zwei Handvoll Systeme gebookmarkt. Und dann sind wir endlich durch. Dann sind wir durch, dann können wir nicht weiterfliegen. Ja, Moment, da haben wir noch ein bisschen. Ich zeig's euch gerade noch mal. Da, ein brauner Zwerg. Und hier der C-Ring. Äußerer Radius 22 Millionen Kilometer. Und das ist doch was. Sprich, wir haben hier auch einige Schäfermonde, wie man sieht. Das ist einer außerhalb, okay. Naja, der innere Ring sieht man auch schon so ein bisschen. Das könnte auch die sind das vier Schäfermonde oder das ist ein Hintergrundstern. Zwei auf jeden Fall. So, Moment, da könnte man eventuell von dem Abstand mal ein Bild machen, sieht man da was? Oh ja. Der hat irgendwie Gas gegeben ohne meine Erlaubnis. Ja, guck mal, die E-Mond ist sogar schon. Der ist sogar schon auch innerhalb von dem riesigen Ring. Soll man irgendeinen Ring rinfliehen? Könnte man eigentlich. Das haben wir selbst erst gemacht. Das haben wir selbst erst gemacht. ja, wir scannen mal ein paar Schäfermonde, würde ich sagen. Wieso eigentlich nicht? Irgendwie Lande brauchen wir nicht, weil. Ja. Da, die haben jetzt keine Inklination von der Umlaufbahn. Sprich, da sieht man nur auf der Rand vom Ring. Das ist ja nicht sonderlich interessant. Oder nicht sonderlich ja, fotogen oder so. Ob man alles scannen solle, keine Ahnung. Was man auf jeden Fall mache, mir fliehen also ziemlich waagerecht über dem braunen Zwerg nach oben. Mache dann nochmal ein Bild. Ja, ich glaube, mir brauche jetzt nicht jeder Mond hier zu scannen. Aber so ein paar. Das kann man mal machen. Moment, bist du? Wo bist du? Oh, du bist auf der anderen Seite vom Ring. Ist auch nicht schlecht, so brauner Zwerg mit Ring, oder? Das ist schon nice. Bist du? Ist das ein Mondmond? Habe ich da nicht aufgepasst oder ist das binär Pärchen? Ach, das ist der, das ist glaube ich nur ein binärer Mond mit die D müsste noch dabei sein. Ich
Ich glaube, mir wurde vorhin E gescannt. Dann immer hier A, B, C, D. Genau, das müsste das sein. Können wir gerade mal gucken. Genau, ja, genau. Der ist da hinten. Ja. Die scannen wir aber nicht. Ich würde sagen, die zwei Reiche. Moment. Genau, da hinten wollen wir mal. Wir gucken uns mal einmal den Ring an, würde ich sagen. Das ging vorhin ein bisschen zu schnell. Ja, da hinten sieht man schon. Der schmale Strich. Moment, da wollen wir. Ach so. Ach, guck mal, der Mond. Da kommt noch einer. Ja, das ist cool. So, Moment, warte mal. Da wollen wir noch ein bisschen. Ist das die falsche Richtung? Muss man ein bisschen Ziele. Falsche Richtung. Das ist schon mega. Müssen wir 100, knapp 150 150 Lichtsekunden weg, bevor man oder bis man den Ring quasi komplett sieht. Schon cool, würde ich sagen. Schade, dass man die dann nicht scannen kann. Gut, wir haben es jetzt nicht probiert, aber ich glaube, das wird nichts. Eigentlich wie üblich bei deiner Rieseringe hier. Was ist denn das für ein roter Punkt hier? Ist das irgendwie ein... Ist hier noch irgendwas Rotes im System? Nee. Nicht, okay. Hier irgendwie so, kommt mal raus, so mit das hier, das ist eine Handvoll Bookmarks, wo man noch an du oder was? Nein, komplett nicht. Na, keine Ahnung.
Bevor man so ewig rumsuche, würde ich sagen, Moment, wir sind hier. Machen wir doch gerade hier noch jetzt weiter schnell mit deiner Bookmarks. Ja, wir haben uns das so angeguckt. Das ist sehr schön. Also, ja, es ist schon Hammer, wie viel große Ringe man in der letzten Zeit hatte. Also, das ist wirklich sehr, sehr geil. Hätte ich nichts zu geben, wenn es so weitergeht. Kann ruhig noch ein paar große Ringe finden. Nehme ich gerne mit. Ob wir es gleich wieder so 40 Objekte im System haben oder ob man mal ein paar abhaken können, wo nichts ist. Kommt auch vor. Ich ein bisschen Sprit mitnehmen, je nachdem. Ah, 32. Na gut. Mir ist gerne mal was geht. Guck mal, da haben wir zumindest auch ein paar helimreiche Gasriese. Ja, ansonsten suche ich gerade nebenbei ein raus, wo ich mal angucken könnte, so ganz gechillt nebenbei. Ich hatte eigentlich vor, mal, wie heißt, Dungeon Kingdom Sign of the Moon anzugucken. Das ist so ein Dungeon Crawler der alten Schule, eigentlich wunderschöne Grafik. Habe ich schon länger, ich keine Ahnung, weil ich mir das mal geholt habe, das Ding ist eigentlich immer noch Early Access ist es nicht, aber es ist nur nicht die Endversion, also die vollständige Version. Das ist immer auch Version 0,9 so viel. Ja, die Community ist mittlerweile pissig, weil der Zustand schon über ein Jahr anhält. Jetzt schon anderthalb Jahre seit dem letzten Update und da nicht das volle Spiel rauskommt. Aber ich habe gedacht, oh, man hört überall, man kann es durchspielen. Gucken wir uns das doch mal an. Ja, angucke. Da bin ich dann direkt auf die erste Game-Breaking Bugs gestoßt. Die, ich sag mal so, man kann es am Anfang so schön das Tutorial, dann kommt man in die erste Stadt und natürlich bei Rollenspielen muss das erstmal deine Party basteln. Beziehungsweise hier basteln ist eher so wie bei damals bei Dungeon Master, glaube ich, oder so ähnlich. Ja, bei Dungeon Master war es ein Dungeon, wo die Dinger, glaube ich, auferstehen lässt oder so. Und hier bist du im Wirtshaus und kannst Gestalte anheuern. So, dann habe ich das gemacht, hat alles einwandfrei funktioniert. Dann bin ich aus der Taverne raus, habe mich nach links gedreht, genau, da ist die Tür, gehen wir mal rein. Und dann ging nichts mehr. Dann stand ich auf einem relativ statischen Bildschirm. Ich konnte noch mal Figuren anklicken, aber es hat sich nichts getan. Komisch. Hat die. Hast du nochmal probiert? Vielleicht hängt hier irgendwas. Ja, nochmal das Gleiche. Ein anderes Haus gehen. Bin ich in ein anderes Haus drin getappt? Ist das gleiche. Nee. Komisch. Linux-Version, die ist nativ. Ist da Bug drin? Probieren wir mal die Windows-Version mit Proton. Das installiert. Ist das gleiche. Das kann doch wohl nicht sein. Wieso kann man das durchspielen? Habe ich schon geguckt. Ja, das Problem ist sogar der Entwickler bekannt, also es musste nicht bekannt sein, weil da hat schon jemand im Steam-Forum genau dasselbe Problem. Und die lapidare Antwort vom Entwickler war, ja, da ist irgendwie ein Trigger, der sollte hier an dieser Stelle nicht sein, aber geh einfach nicht drin, man kann das Spiel auch so spielen. Und da dachte ich mir schon, okay, super, danke fürs Gespräch. Dann bau dir eine Scheiß halt in oder aus oder mach's richtig. Und dann habe ich halt das ad acta gelegt, weil, also, wenn du doch schon direkt an so eine Aktion kommst, die nicht geplant ist, aber geht, dann möchte ich nicht wissen, was ich während dem Spiel noch machen kann. Was ich vom Spiel her machen kann, aber wo noch nicht implementiert ist. Insofern habe ich das ad acta gelegt. So, nicht ad acta, lieber. Das hier, helimreicher Gasriese, okay. Da auch, wir haben, nee, Gasriese, wasserbasiertes Leben. Mondnah am Ring, aber hier,
Das ist mal. Ist gar nicht so weit weg, aber. Nö, lass mal. Fliegen wir lieber weiter. Genau, und so dachte ich, dann halt nicht. Dann rutschen wir mal den Buckel runter. Moment, da waren wir schon, oder? Genau, muss ich das Bookmark noch wegmachen. So, ja, eigentlich ist relativ egal. Nehmen wir den. So, dann, ja, was könntest du dann jetzt noch spielen? Irgendwie hat man nichts zugesagt. Dann ist mal die Idee gekommen, ich könnte mal doch nochmal Master of Orion 2 angucken. Das wäre nochmal sowas. Habe ich sogar bei GOG. Also ich habe es nicht nur bei GOG, ich habe sogar noch die, die Big Box im Schrank. Das habe ich mal damals halt original gekauft. Und ja, ich denke, das werde ich mal als nächstes mal angucken. Und das habe ich früher wirklich gerne gespielt. Das hat ja auch einen super Ruf immer noch. Ich habe nur festgestellt, ich weiß absolut nichts mehr davon. Aber das Gute bei den alten Spielen ist, du hast schon mal ein gedrucktes Handbuch dabei. So wie auch hier, da steht viel drin. Das kann ich mal nur ganz grob geben. Und dann werde ich da mal ein paar Partien wagen, weil ich nur innen spiele. Das wäre nur so eine Sache. Kann ich aber wie gesagt nur am Wochenende machen, wenn ich wirklich Muse habe. Noch ein bisschen Zeit. Hata, ich muss überlegen. Ah, Jesse! Jesse ist das. Ich hoffe es doch. Das müsste sein zweiter Account sein. Genau, so hier sind wir durch. Ja, durch auch schon eine, naja, kleine Odyssee. Das läuft ja per DOS-Box, das Spiel. Moment, nehmen wir gerade dann hier. Nur immer hat DOSBox hat unter, wie ich jetzt festgestellt habe, scheinbar nicht nur Linux. Das ist Problem gibt es scheinbar auch in der Windows, wo ich jetzt schon ein paar Leute gesehen habe. Dass wenn man das Spiel Fullscreen spielen will, dass das automatisch sich den Monitor aussucht, wo er Fullscreen drauf wird. Und das ist bei mir dummerweise das Falsche. Ich habe noch nicht raus, wie ich das umstelle, aber das ist auch, glaube ich, nicht so tragisch, weil im Fenstermodus kann man das auch relativ gut spielen. Das funktioniert auch ganz gut. Und das Problem, weil ich schon ewig mit so DOSBox spiele, dass die sich irgendwie den Monitor selbst ausgesucht haben wie Fullscreen. Nicht so prickelnd, aber interessant, dass das auch bei Windows passieren kann. Also mit so Multi-Monitor-Setup. Ja. Oh, wow. Wow. Okay, da sind wir jetzt erstmal eine Weile beschäftigt. 84. Huiuiui. Naja, okay. Okay, dann hauen wir mal rein. Genau, das sind so die letzten Experimente. Und hier mal wirklich von jedem Gasriesentyp einer, oder? Nicht ganz. Irgendwas war ganz komisch, okay. Irgendwie keine Lust für andere Spiele oder. Das ist. Eigentlich hat man ja so Retro-Spiel vorgeschwebt und in gewisser Hinsicht habe ich auch ein Retro-Spiel gefunden, weil das ist hier schon ein paar Jahre alt, das Master of Orion 2. Ich bin gespannt, was das wird. Wenn ich ganz gut drauf bin, mache ich auch ein paar Folge dazu. Ah, du musst mich eher schon mal inspielen, sonst wird es peinlich. Mal gespannt, ob man bei so vielen Objekten irgendwas Besonderes finde. Viele Biosignale, okay. ACC. Und?
Jo, unser erster heliumreicher Riesi hier im System. Auf Nummer 2, auch gut. Die Katze hat sich eben bewegt, aber nee, da reagiere ich jetzt nicht drauf. Das hat sie vorhin schon öfters gemacht und immer wenn ich so geschreichelt habe, ist sie weggegangen. Untrügliches Zeichen, dass die nicht weiß, was sie will. So, Moment, da können wir sie erstmal ein paar andere Gasriesen noch. Nein, scannen. Sorry Mizi, vorhin wollte ich und du wolltest nicht. Jetzt will ich nicht. Zumindest nicht, bevor ich das System hier gescannt habe. Oh, oh. 2 AD ist Wasseratmosphäre. Da haben wir doch schon mal auf jeden Fall einen Mond, wo wir anhalten müssen. Na denn. Können wir logischerweise nicht ignorieren. Es gibt immer schöne Dinge. So, haben wir es eigentlich bald? Ja. Mein Ton war noch einer. So, Gasriesen sind weg. Wow, okay, so, ja, heliumreicher Boxel ist mir klar, da muss ich mal was machen, die Meldung muss nur immer ausgibt werden, das ist ja Schwachsinn, dass diese durchgebombt wird, da muss ich wirklich was machen, das ist scheiße, jawohl, nee, da muss ich was machen, das geht so nicht, das ist verwirrt, okay, so, was ist wichtig? 8C. 8C, Ammoniak 7. Bäh. 2D. Wasser. Oh, 9. Okay, viele Bios hat er mir nicht angezeigt, weil da vorher mein Check auf Wasseratmosphäre zuvorkommen ist. Und, ja. Okay. Sehr nice. Da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Sie hockt noch da. Sie hat noch keine Veranlassung, irgendwas zu tun. Na, bremst noch ab.
wenn man doch gerade hier ist, ich habe zuletzt was geschafft. Ich hatte genauso Fall wie hier, das heute hätte ich nicht aufgenommen. Ich hatte genauso Fall wie hier. Ich war ein bisschen zu schnell mit dem Supercross unterwegs. Hab dann halt ja, Geschwindigkeit rausgenommen und wollte dann auch ein Slingshot-Manöver machen, quasi um abzubremsen, und habe natürlich punktgenau den Planet getroffen. Sehr schmordlicher Notstopp hingelegt. Das war auch nicht schlecht. Ich habe es auch noch nicht so geschafft. Hat ein bisschen gerumpelt, aber ja, war nichts sonderlich passiert. Ja, da gehen halt ein paar Prozent hier und da ab, aber wenn man hier jetzt guckt, da ist alles noch okay. Da passt doch. Ja, 96% Frachtluke. Da ist alles noch vollkommen im Rahmen. Ach, guck mal hier. So schön blau leuchtet. Eigentlich wollte ich euch für das zeigen, hier so im Gegenlicht. Das war ja der eigentliche Grund. Oh, das sieht cool aus. Wie es jetzt wirklich scheint, dass du gerade nur so eine, dass es so ein Ring hast, ein blauer. Die Sonne so durchscheint und du musst mal ein Bild machen, das sieht mega aus. Das sieht geil aus, dass du. Das hat was. So, dann. Nein, Moment, so. Was haben wir dann alles? Wir haben Bakterium, Cactoida, Klypheus, Concha, Fungoida, Osseus, Stratum, Frutexa, Tussock. Da würde ich sagen. Ja. Cactoida oder wir nehmen Stratum, genau, das nehmen wir mal. Natürlich wollen wir auf die Tagseite und natürlich, ja, naja, Katz guckt mich jetzt schon an, jetzt wird es kritisch. Ja, wir machen noch ein klein bisschen weiter, ich muss ja schon gucken, was die Katz will. So, die Mieze ist endlich draus. Hat ein bisschen gedauert. Ja, dann können wir jetzt auf jeden Fall noch den Mond angucken. Sind wir schon ein bisschen weiter weg. Und genau. Was haben wir dann hier? Bakterium, ihr wollt eigentlich auf Stratum. Okay. Ja, da unten ist dunkel. Dann würde ich sagen, na, ist unsere Richtung fast gut. Das sieht aber ziemlich unruhig aus, obwohl. Wow, okay. Naja, komm, machen wir einfach. Ja, das ist eigentlich egal. Ja, komm. Irgendwo müssen wir runter. Das ist links so komisch wie rechts. So, dann passt das. Ja, was sammeln wir auf? So viel wie geht irgendwie. Also heute machen wir jetzt nur noch, gucken wir mal, was man so auf einem Haufen finde, und ein paar Minuten machen wir noch, kein Problem. Und den Rest werde ich dann wahrscheinlich off-camera sammeln. Ja, und dann geht es auch auf der Endspurt in dem Sektor hier, ja, beziehungsweise in dem Namensbereich. 0,05G, sehr schön. Sind schon diverse Dinge. Landing Gear deployed.
Stratum, Paleas, Smaragd. So, wir scannen uns hier mal durch. Tusuk Vikram Gelb, das ist glaube ich wertvoll. Klypheus Lacrima Mauve. Okay. Das ist Kaktuida, eventuell. Ein Kaktuida Wärmes Gelb. Ja. Ja, könnte man nochmal unser Dingenskirchen rausholen. Das könnte man doch tun. Oh, guck mal, das haben wir uns direkt aufs Stratum gestellt. Aber ich... Ja, wir stehen direkt auf dem Stratum. Naja, nicht so wild. Wir fangen aber mit Tusuk an, weil das ist, glaube ich, wertvoll. Strupp bringt mir ein gebrauchtes Gebüsch. Ach, mir hätte hin das scannen müssen. Da, der blüht schon. 14,3 Millionen. Hey ja. Oh, hier, unser Schiff so schön glänzt. Schön. 14,3 Millionen. Ach ja. Moment, Moment, Moment. Da. Das könnte eventuell zu nah gewesen sein. Plus 552k. Ach, das ist doch nicht gefährlich. Okay, ohne Anzug eventuell. Oder definitiv. So, kackt du wieder Wärmus? Ist da hinne? Da hinne, da hinne. Oh, nein, nicht das Clubhaus kaputt machen. Können wir hier schon die Probe aufsammeln. Jo, passt. Nehmen wir gerade das Dorne. Ah, Bild wollte ich ja mal, genau. Sehr schön. Probe Nummer 1. Und dann können wir mit Klypheus, würde ich sagen, weitermachen. Oder sollen wir mit Kaktuida weitermachen? Der Hebel. Oh. Die Atmosphäre sieht so geil aus bei der Wasser, Wasseratmosphäre, Planete. So, genau. Ja, gescannt ist es. Wo machen wir? Machen wir erst Dido. Das gibt bestimmt auch guter Likör. Klypheus Lacrima Mauve 8,4 Millionen. Ja, yeah, Wasseratmosphäre immer sehr ergiebig. Ich glaube, diese Kaktuida, das ist auch nochmal ganz netter Betrag. So, ich würde sagen, wir fahren diese Richtung. Bakterien haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das ist eine zu wild.
So, das war Nummer 2. Probieren wir es hier mal. Perfekto. Gut, dann können wir gerade hier noch wenigstens gucken, wie viel das nochmal wert ist. Diese Kaktuida hier. Kaktuida Wärme ist gelb, 16,2 Millionen. Wow. Ja, das ist doch Musik in meinen Ohren. Und das lohnt doch. Ich weiß nur nicht, wie weit man hier fahren müsse. Wir haben es auch bald Feierabend machen, denke ich. Okay, das reicht auf jeden Fall. man könnte auch bei der Hündin, bei der ohne die. Uah. Nichts passiert, ich bin ausgebildeter Stuntfahrer. Oh mein Gott. So, Moment, 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 wo ich und da, ja. Ich hatte gesagt, ich Orientierung an. Die habe ich nämlich definitiv nicht. Gut, dann noch einmal. Dann müssen wir uns was Neues suchen, beziehungsweise dann haben wir jetzt erstmal Feierabend für heute. Stratum wäre noch hier. Ich suche jetzt erstmal. Sind ein paar. Gehen wir doch dorthin. Ja, dann machen wir das noch schnell fertig. Oh, guck mal, hier ist direkt Stratum in der Nähe. Das ist sehr gut. Kann ich mit dem direkt weitermachen. So, dann haben wir wenigstens drei von den Proben, die richtig viel Geld bringen, fertig. Dann kann ich jetzt noch Stratum scannen. Moment, das wäre 1, 2, 3. Das ist dann das vierte. Dann, ja, ich sammle hier noch ein bisschen und beim nächsten Mal Astor Vista 1,3 Millionen Stratum Palias nicht so. Nicht so wertvoll. Beim nächsten Mal, keine Ahnung,
Machen wir vielleicht hier weiter bei den anderen Signalen. Bin ich mir noch nicht sicher. Müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall, bevor jetzt die Folge noch länger geht, ich sammle jetzt noch Stratum auf und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.